Wolfsfamilie. Darf Wolfsfamilie bleiben, denn ich hab einfach keinen Platz mehr für Fleisch. Ich bin fleischreich. Aber frag nicht. So, dann schwimmen wir mal wieder zu dieser Insel rüber. Dort gab es nämlich auf jeden Fall ja auch immer mal wieder Rüben, wenn wir sie nicht schon alle weggefressen haben und da drüben nichts mehr wächst. Dann gibt es da natürlich keine Rüben mehr. Das ist dann bedauerlich, aber das kann man halt auch nicht mehr ändern, ne? Wie sich da hinten die Welt aufbaut. Dreiste Welt, ich hätte mich das nicht getraut. Vielleicht mache ich auch heute. Im Moment ist mein Vorrat an Echo und auch bei die Brave wirkt sich das ähnlich aus. Ein bisschen knapp. Muss mich immer so ein bisschen beeilen dann in der Bearbeitung. Ich könnte natürlich einfach hier die Küste weiter lang und dann könnten da welche sein. Jetzt gleich dann nochmal Ende machen, damit ich rechtzeitig Ende habe. Wenn ich unterwegs ein Kamas sehe, kann man es auch mal mitnehmen. Das hat so nicht funktioniert, das ist aber schade. Sollte da jetzt einfach die Erde. Ah, weil ich auf den Boden und nicht auf den Kamas gezielt habe. Ich bin aber auch ein Blödel manchmal. Jetzt habe ich mir den Kamas ruiniert, der da so schön fluppte. So. Hier in dem Gebiet soll es angeblich Rüben geben. Rüben geben, Rüben geben, Rüben geben. Ja, werde ich doch vom System hier direkt angelogen. Dreist. Eine unverfrorene Unverschämtheit, mir hier was von Rüben vorzugaukeln und dann keine zu geben. Ja, die sollen angeblich direkt am Strand wachsen. Das glaubst du doch selber nicht. Wo sollen denn hier am Strand jetzt die Rüben wachsen? Vogel. Sandrüben oder was soll das sein? So. Da sind wir natürlich direkt in the Jungle. Es ist nicht irgendein Jungle, es ist the Mighty Jungle. Und vor dem haben wir schon ein bisschen Angst. Wenn der Löwe auch heute Nacht schläft, aber gut. Ja, ein Stück weit geradeaus, eigentlich direkt vor meiner Nase soll es Rüben geben. Auch das wage ich zu bezweifeln. Das ist hier rübt. Rübli. Komm hier, Rübli. Kein Rübli. Schade. Gut, wir ziehen weiter. Auch da vorne ist noch die Rede von Rübli. Also gehen wir mal weiter am Strand entlang. Immer am Strand lang, immer geradeaus, denn zu Hause, zu Haus gehen uns die Rüben aus. Ja. Vielleicht habe ich doch schon alle weggefressen, die es je gegeben hat. Das heißt natürlich, wenn die Karte sagt Erntepotenzial, dann heißt das, dass prinzipiell vom Aufbau der Karte hier, dass es hier halt eben potenziell was habe ich nicht halt genug zum Ernten. Das ist ein riesen fetter. Das habe ich andere erfahren, als ich es gedacht hätte. Tja. Scheint mir sein Potenzial nicht so ganz. Zu erfüllen. Ich werde keine Ananas und keine Papayas mitnehmen. Ich werde auch die Pilze stehen lassen, weil ich bisher wunderschön massenweise Pilze eingelagert habe und noch immer keine Ahnung habe, was ich damit eigentlich machen soll. Oh. Der Anblick vorne stimmt mich heiter. Ich folge dem Strand ein bisschen weiter.
Mindestens mal bis nach drüben. Mein Lieblingsreim. Denn da gibt es Rüben. Rüben drüben. Habe ich auch noch nie gemacht. So ungefähr so kreativ wie Haus und Maus. Wie Welt und Geld. Die Rüben von drüben. Ist aber immer so das Problem. Wenn es gewisse Wörter gibt, wo Rübe auch dazu zählt. Bei denen ein Reim doch verhältnismäßig schwierig ist. Weil ich dich lübe? Mir fällt auch gerade echt, ich denke jetzt gerade intensiv so drüber nach. Rübe. Ist da irgendein Wort, was sich drauf reimt? Was halt jetzt, wie gesagt, Rüben und Trüben, klar. Aber ansonsten. Ist ja. Das Umlaut an sich ohnehin nicht so übermäßig häufig genutzt. Da das wahrscheinlich noch am ehesten. Das Ü. Ah, aber im Türkischen. Ist ja alles mit Ü. Also im Ostdeutschen, Ostdeutsch und Türkisch, immer beides sehr Ü-lastig und doch gibt es gar nicht so viele Türken in Ostdeutschland, wie man immer vermuten möchte. Gemüskübe. Hab ich schon mal von der Gemüskübe erzählt? War mein Highlight in Istanbul. Möglicherweise einfach ein bisschen falsch ausgesprochen oder so. Ich weiß nicht, ich kann nur das sagen, was ich da irgendwie auf dem Straßenschild gelesen habe. Vielleicht ist Gemüskübe auch schon so ein bisschen ja, verfälscht. Vielleicht dieses auch, war es auch irgendwie was anderes. Ich weiß es nicht mehr. Das nehmen wir auch auf jeden Fall mit, wo wir es hier schon haben. Ja, auf jeden Fall war da eine Straße, die zumindest irgendwie ansatzweise wie Gemüskübe hieß. Also eine, wie so halt so eine Gemüsekippe. Also eine Deponie rein nur für Gemüse. So. Jetzt den Witz lang genug erklärt und damit eigentlich völlig kaputt gemacht. So. So war das damals. Ratsch, ratsch. Ach, das ist Reis, den ich hier gerade ernte. Ist ja auch witzig. Ob ich bei mir Reis anpflanzen kann. Gucken wir mal, wenn ich wieder daheim bin, ne? Auf jeden Fall hat das hier alles ziemlich wenig mit Rüben zu tun. Ich gerade mal feststellen darf, ist das falsche Wort, leider muss. Ich fürchte, ich habe schon alles abgegrast, ich bin schon alles verhunzt. Hier wächst nichts mehr. Was für mich irgendwie interessant sein könnte. Da muss ich auf meine Heimernte warten. Muss ich aber mal gucken, wie viel dabei rumkommt. Ob ich nicht eventuell das Anbaugebiet vergrößern muss. Der Otter macht da wieder Rückenschwimmen, das kann er gut, das hat er gelernt. Das ist ein Rückenschwimmotter. Aus der Gattung da, Paddelnichtfische. Klingt komisch, ist auch nicht so. So, das ist ja eigentlich gebracht, nichts.
Nichts hat es gebracht. Hallo Baum. Baum. Gut. Gucken noch mal hier auf der anderen Seite des Flusses. Das hier vorne ist so ein Eckchen. Wo wir möglicherweise noch nicht so häufig gewesen sind, weil wir halt da immer mit dem Fluss und so. Aber das sieht mir jetzt auch alles nicht wirklich sehr beeindruckend aus hier. Als wäre da irgendwas von dem Zeug zu gebrauchen. Das ist auch sehr hübsch. Das sind diese, keine Ahnung, wie die im Deutschen eigentlich heißen. Im Englischen mit die Tumbleweed. Also ist das ein Tumbleweed oder ist das wahrscheinlich ist das einfach nur Pflanzenfaser, ne? Ja. Gibt's sowas? Tumbleweed? Frag mich gerade mal. Der Tee wie Trillium, Waldlilie, Segel. Ne, gibt's hier gar nicht. Keine Bedeutung. Tumbleweed sind immer diese strohigen Büsche, die dann eben so in der Prärie wachsen und ab und zu, wenn es zu stürmisch ist, dann reißen die aus dem Boden raus, weil die auch nicht sonderlich stark verankert sind und fliegen dann da so durch die Gegend. Das ist so dieser klassische Strohbusch, der dann immer in den so durchs Bild fliegt, um zu demonstrieren, dass gerade einfach so überhaupt nichts los ist. Also gar nichts. So. Ich bin jetzt im Allgemeinen sehr weit gereist. Ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung mehr, wo ich bin. Doch da drüben geht's auf jeden Fall tendenziell Richtung Heimat. Sehr schön. Ich ertrage diesen Essensgeruch hier bald nicht mehr. Du, hör mal, du. Hör mal. Geht nicht. Dann glaube ich aber, würde ich das in diesem Fall, wie ich das jetzt vorhin schon erwähnte, erwägte, in Erwägung zog, halt eben der Auszug zu erwägen. Die Geschichte von dem Mann, der auszog, zu erwägen. Ah, da ist auch schon mein Steg zu sehen. Ich bringe diese Folge hier noch zu Ende und mache einfach mal einen Break für heute. Das hat die dieswöchige Aufnahme ist ein bisschen verrupft. Aber auch nichts. Und hängen dann einfach morgen nochmal ein kleines Stückchen hinten dran. Weil, wie mir mein Bäuchlein sagt, leider mich der Hunger plagt. Und dann, ja, irgendwie den Rest morgen dran. So, das sieht hier auch immer besser aus. Aber das ist immer noch nicht zur gänzlichen Reife erstanden. Warum das hier so dort ist, wissen wir auch nicht. Das Weizen sieht teilweise schon ganz gut aus. Flüb, flüb, flüb. Gut. Bisschen wird es noch dauern, aber das wird dann schon. Das wird schon. Gut. Wir sind gleich daheim. Wir packen unsere mehr oder weniger doch enttäuschenden Errungenschaften noch weg. Sind hier Bäume gewachsen? Hier sind Bäume, aber frag nicht, sind hier Bäume gewachsen, aber leck mich am Arsch, der hier auf dem Hügel ist gewachsen. Alter! Das waren die drei und der kleine da hinten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Bäume sind hier gewachsen. Ja, holla! Gegebene Neuigkeit. Und das Feuer ist schon wieder aus. Und, wollte gerade sagen, mit Sicherheit noch nicht fertig. Nee. Mitten in der Wurst kapituliert. So, die Tomatos kommen hier rein. Das Weizen kommt hier rein. Habe ich noch im Säckel was? Reis, jede Menge Reis. Bruce Springsteen habe ich einstecken. Das ist auch witzig.
Den Reis denke ich beim nächsten Mal nach. Da muss ich mal gucken, der hier anpflanzbar ist. Oder nicht. So, jetzt wird's dunkel. Wunderschön. Ums Lagerfeuer kümmere ich mich auch. Dann fängt die nächste Runde genauso an wie die letzte. Erstmal wieder Feuer machen und sich ärgern, dass hier wieder alles aus ist. Gut. Euch noch einen schönen Tag da draußen. Wir sehen uns morgen wieder. Für mich ist morgen jetzt auch morgen. Jetzt erwähnt sich alle diese Bäume. Wie geil ist das, diese Bäume? Super geil. Ja, tschüssi.